Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, was ich so ein bisschen zur Entspannung einfach mal angeschmissen habe, was ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, aber schon ewig gespielt habe, nämlich Transport Fever. Wir bauen uns jetzt eine kleine Modelleisenbahn, wenn man so will. Ich habe hier eine Map erzeugt und würde. Ich habe überlegt, sonst fange ich gerne in das Zentrum an, jetzt mal so ein bisschen eher am Rand anzufangen. Die erste Stadt wird natürlich Gelsenkirchen heißen, aber ich lade euch gerne ein, mir sinnvolle Vorschläge für Städtenamen in die Kommentare zu schreiben. Und dann werde ich so nach und nach vielleicht den einen oder anderen übernehmen. Gut. Aber das als Vorrede, Gelsenkirchen habe ich so ein bisschen ausgewählt. Wir haben hier so eine erste Strecke. Und man muss dann so ein bisschen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe eine ganze Menge Mods installiert. Und vor allen Dingen habe ich eine Industriemod installiert, die neue Produktionsketten hinzufügt. Ihr seht, hier gibt es zum Beispiel schon Dünger, den man braucht für Baumwolle. Die Städte brauchen viel mehr Waren. Ich bin mal gespannt. Ich habe das schon mal gemacht und habe dann irgendwann kapituliert, weil das zu viel war. Aber ich will es einfach gerne nochmal ausprobieren. Der erste Weg ist aber der historisch auch historisch. In der realen Welt zentral ist Gelsenkirchen-Bochum. Wir haben eine Verkehrsgesellschaft in diesen beiden Städten, die Bogestra. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier mein eigenes Logo noch drin habe, aber mein Ansinnen wäre es, diese beiden Städte als erstes zu verbinden. Wir gucken einmal kurz, wie es hier aussieht. Mein Gelsenkirchen wird wahrscheinlich nur in diese Richtung fahren. Das heißt, hier bietet sich auch ein Kopfbahnhof an. Oh, hier sind jede Menge Straßen, sehe ich gerade. Ich habe hier eben, wie gesagt, eine ganze Menge Mods installiert. Aber wir brauchen jetzt erstmal ganz normale Straßen für die Innenstadt, weil ich würde die gerne hier einmal, na, was soll das denn? Stelle ich mich beim ersten Straßenbauprojekt schon so blöd an? Ziehen wir einmal hier rüber. So, ist ja so ein bisschen an den Hügel ran, aber das ist ja nicht das Problem für uns. Und einmal hier angeschlossen. Und dann bauen wir einen Passagierbahnhof, Kopfbahnhof. Das sind hier so Übergänge. Mal gucken, was wir noch haben. Bahnhof Schwerin, Dresden-Neustadt und Frosthof. Ich glaube, andere werden erst noch freigeschaltet. Standardbahnhof Plus. Ne, wir nehmen einfach hier erstmal den Standard Kopfbahnhof. Generell ist mein Plan, ruhig etwas strukturierter von Beginn an zu bauen. Darum fangen wir auch im Jahr 1950 an. Ich habe vor allen Dingen keine Lust, später wieder alle Schienen abzugraden. Das ist etwas, was mich sonst immer sehr nervt. Ach, MN war das. Naja, das ist jetzt, ich glaube, ein bisschen suboptimal mit dieser Hügelkette hier. Kann das gleich auch noch mal einblenden. Gut. Ich würde gern sozusagen drei Schienentrassen immer haben. Eine Schienentrasse für Schnellzüge, eine für Regionalzüge, die eben so bis 200 oder 150 fahren, und eine für Güterzüge, die fahren ja in der Regel nicht schneller als 150 oder 130. Ich werde hier jetzt einfach erstmal die mittleren durchziehen. Später bauen wir dann sicherlich da noch ein Vorfeld zu. Zahlen wir hier jetzt schon viel Geld für einen
für einen Tunnel? Nee, eigentlich würde ich gerne hier mich so durcharbeiten. Ich glaube, das ist günstiger und sieht am Ende auch vernünftiger aus. Ah. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, man sieht es so ein bisschen. Zack. Und hier auch durch. Und hier in Bochum muss ein vernünftiger Bahnhof, klingt jetzt so falsch, aber brauchen wir ja auch einen Bahnhof. Und hier nehmen wir aber einen Durchgangsbahnhof. Vielleicht auch mit 8 Gleisen. Interessant, dass ich den zweimal habe. Ich meine, ich hätte auch noch... Ach, da Standardbahnhof Plus. Da kann man noch mehr machen. Nee, aber 1920 muss erstmal reichen. Hochgeschwindigkeit. Eigentlich ist es egal. Ich will auch keine... Ich glaube, Bochum ist kein Durchgangsbahnhof. Was mir auch natürlich bewusst ist, ist, so eine Stadt im Zentrum kriegt natürlich viel mehr Sachen mit als so eine am Rand, wie wir sie jetzt haben. Zack. Wird es hier eine Verbindung nach Schwerte geben? Ich wage mal zu behaupten, ja. Darum fangen wir auch hier, ich wollte gerade sagen, mit dem mittleren an, aber wir können sogar die mittleren nehmen. Wir nehmen einfach diese beiden. Und ziehen die erstmal gerade raus. Es wird hier ein bisschen schwieriger mit dem... mit dem Vorfeld wegen dieser Straße. Wir könnten überlegen, ob wir die Straße später in einen Tunnel verwandeln. Und mal gucken, ob wir das jetzt einfach... schon so simpel angeschlossen bekommen. Na, der baut mir jetzt hier ein... Tunnel und jetzt hängt der gerade, warum auch immer. Ich hoffe nicht, dass es irgendeine Tunnel-Mod ist, die mich hier hängen lässt. Aber ich will auf keinen Tunnel. Ne, es ist irgendwie gerade nicht gut. Aber ich will eigentlich auch keine... nicht so ein Kram hier bauen. Viel zu teuer. So. Na. Ich bin, glaube ich, noch von dem anderen Spiel gewöhnt, wo man einmal klickt und dann nochmal klickt. Wir schließen das hier mal an. Haben jetzt immer noch ein bisschen Erhebung und Verluste. Ach, ich wollte mir nochmal so eine Forest-Mod holen. Weil irgendwie sieht die Vegetation ja häufig hier nicht so wirklich spannend aus. Wir bauen das gleich zweigleisig aus. Und das ist jetzt erstmal die Nahverkehrstrasse, wie ihr euch denken könnt. Hm. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, da soll ein Performance-Patch jetzt gekommen sein. Aber der hängt ja hier schon beim Bau von einigen wenigen... Schienen momentan sehr extrem. Ich will das einfach erstmal hier weiter dran laufen lassen. Wir können das jetzt gerne schon mal hier rüberziehen. Aber das ist eigentlich schon eine Geschichte, die wir auch mitdenken müssen beim... Und schon wieder hängt es. Es ist nicht normal irgendwie. Wir können hier aber, glaube ich, keine Kreuzweiche hinkriegen. Oder doch? Ne, Krümmung zu groß. Wäre auch ein bisschen verwunderlich, ehrlich gesagt. Oder doch? Hier war doch gerade kurz was, oder? Da. Sehr schön. Eine etwas skurrile Kreuzweiche, ehrlich gesagt, aber egal.
Was wir noch brauchen, ist ein Zugdepot. Ich glaube, jetzt muss ich doch schon mal anfangen, hier die anderen Verbindungen rauszuziehen. Dann verbinden wir das hier auch schon mal. Gucken, ob das hier auch noch mal klappt. Nee, Krümmung zu groß, schade. Gut, Plan war eigentlich nur hier. Hier jetzt eine Linie rauszuziehen. Vielleicht auch richtig rauszuziehen. So, können wir den Bahnhof noch. Sieht doch nicht so aus. Na, ich hätte gerne eine Möglichkeit. Da hätten wir aber, glaube ich, von Anfang an deutlich herausziehen müssen. Den Bahnhof noch zu vergrößern. So, zack. Und dann setzen wir hier ein Depot hin. So, und dann können wir die erste Linie einrichten. Von Gelsenkirchen nach Bochum. Wir kümmern uns gleich noch um Zweigleisigkeit und solche Sachen. Das ist die S1 Gelsenkirchen Bochum. Kurz, ich wollte mir so ein bisschen ein Farbkonzept überlegen. Ich glaube, ich nehme Baulauf für Personenzüge und je dunkler, desto schneller. Wir können hier einen anderen Terminal gleich noch wählen und so weiter. Und gucken jetzt mal nach einem schönen Zug dafür. Wir sind in den 50er Jahren, aber ich würde schon gerne elektrisch anfangen. 125 fährt der Schnellzuglokomotive. Wir könnten den roten Pfeil benutzen. Ja, die sind alle auch nicht schneller. Gasturbinen. Und Schienenbus. Nee, ich schwanke zwischen den beiden. Hier haben wir die Passagiere direkt mit dabei. Gucken, was wäre denn hier so ein. Sind auch alle langsamer als 100. Wir nehmen hier den roten Pfeil und vielleicht erstmal zwei Stück gekoppelt. Den haben wir hier. Ich würde auch da einfach, wenn es geht, immer die entsprechende Farbe nehmen, auch wenn der rote Pfeil damit jetzt nicht mehr stimmt. Und wir lassen ihn mal auf der Strecke fahren. Gucken mal, wie er hier rausfährt. Darum finde ich dieses Spiel eigentlich so entspannt, weil man hier gemütlich auch einfach mal zugucken kann. Und wenn die Linien nicht ganz verkorkst sind, kann man dabei auch die Zeit gut laufen lassen, weil man schon
auch guten Gewinn macht. Es fehlt jetzt natürlich noch eine Sache, die mir gerade auffällt. Wir müssen natürlich die Bahnhöfe in den Städten noch anschließen. Mailbox. Buswendeschleifer. Ja, ich glaube, wir sollten hier schon gucken, dass wir hier was Größeres hinsetzen. Wir setzen hier mal ein oder extra large. Ne, groß wird hier für Gelsenkirchen wahrscheinlich reichen. So leid es mir tut und als Lokalpatriot auch weh tut. Aber wenn ich die Stadtnummer hier anfangen lasse, dann bringt es das eben mit sich. Andere Richtung. So, wir erreichen damit diese ganze Straße und da oben auch schon die obersten Gebäude. Und jetzt müssen wir weitere Haltestellen setzen. Da nehmen wir einfach hier die einfachen Haltestellen. Wir lassen den dann einfach hier runterfahren. Hier herum, hier hin, hier und haben damit unseren Rundkurs. Ich weiß, es gibt auch, aber die sind wahrscheinlich hier so. Aber da kümmern wir uns, glaube ich, später drum. Genau. Dann brauchen wir auch hier eine entsprechende Linie. Von hier, nach hier, nach hier, nach hier. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die auch immer andersrum nochmal zu führen. Dann hätte ich nur doppelt so viele Haltestellen jetzt gerade bauen müssen. Vielleicht machen wir das nochmal eben. Dann können wir die nämlich hin und zurück schicken. Dann ist die Frage, arbeiten wir mit Straßenbahnen oder mit Bussen? Jetzt sind jetzt hier alles... Die Straßen müssen wir dann anpassen. Ich glaube, für den Rest wäre das relativ egal. So, dann muss er von Gelsenkirchen Transfer zurück zum Messplatz. Am Sandwerder Obergärtener Straße. Okay, aus irgendeinem Grund... Ach so, Moment, hier zwischen muss. So, jetzt haben wir's. Und welche Farbe nehmen wir für Regionalverkehr? Vielleicht diese. Das ist die 301 Gelsenkirchen. Ist so ein bisschen Lokalgeschichte, Lokalpatriotismus, der sich hier widerspiegelt in dieser Nummerierung. Bei uns haben die Bussen und Bahnen alle die 300 als Kennung. Hier haben wir auch verschiedene. Achso, wir können einmal, kann man die Fahrzeuge, können wir uns glaube ich nicht vorher angucken. Weil ich finde eine Tram ja irgendwie schon noch etwas cooler. Ich weiß noch nicht, ob es die schon in dem Sinne und in einem coolen Sinne gibt. Oder ob wir lieber mit Bussen arbeiten. Ich setze hier mal so ein Depot hin und wir gucken einfach mal. Ja, weißt du was, wir machen das. Wenn schon, denn schon. Wir fangen ja bewusst zu diesem Zeitpunkt an. Elektrisch. Und wir wollen das verbessern darauf. Und lassen das dementsprechend hier rumfahren. Ich glaube, das sind die gleichen Straßen momentan. Na? Ja, alles gut. Und hierhin. Und jetzt müssten wir eigentlich auch
Sub davon zwei kaufen können und die auf die 301 setzen können. Und los geht's. Auch da will ich einmal gucken, wie die aussehen. Jetzt fahren sie beide in die gleiche Richtung. Vielleicht können wir einen gleich umdrehen lassen. Natürlich wartet jetzt hier, glaube ich, noch niemand. Der fährt jetzt noch zur Oberförsten-Gärtner Straße. Der fährt zum Messplatz, das ist doch gut. Damit hebt sich das auf. Ich will die Haltestelle nur noch umbenennen. Gelsenkirchen Bahnhof. Genau, und das heißt einfach Gelsenkirchen, das ist gut. Die anderen könnte ich jetzt auch noch umbenennen. Aber wir lassen es erstmal so. Jetzt müssen wir die Leute natürlich hier unten auch noch einsammeln und durch Bochum kutschieren. Und hier würde ich gerne einmal ein etwas größeres Depot hinsetzen. Vielleicht hier so ein Ding. Elektrifiziert. Auch hier will ich zumindest die Hauptlinie mit der Straßenbahn machen. Das heißt, wir werden auch hier einmal erstmal aktualisieren. Und die Hauptlinie wird wahrscheinlich irgendwie hier so rumführen. Vielleicht sogar hier hinten rum. Gucken wir mal, wie die Bahnlinie, wie die Bushaltestellen wären. So, wie weit haben wir hier den Einfluss? Das heißt, bis hierhin kommen wir ungefähr. Das heißt, wir können hier eine Haltestelle hinsetzen. Die reicht jetzt. Jetzt habe ich nicht genau aufgepasst. Ungefähr bis da vorne zur Ecke. Ja, die erreichen hier auch schon eine ganze Menge. Lassen Sie mal hier rum. Haben fast das komplette Viertel abgedeckt. Wir fahren hier weiter rum. Ach, dann schicke ich die Bahn hier über dieses Stück zurück. Okay. Wir nehmen das hier auch nochmal mit. Alles klar. So. Und auch hier eine entsprechende Linie. Plus. So, von hier nach hier, nach hier, nach hier, hierum, dahin. Und dann wieder hierhin und den ganzen Weg noch einmal zurück. So, auch hier die Farbe einmal angepasst. Vielleicht mache ich das auch anders. Genau, ich nenne die Linien nach den Städten, wo sie sind, und dann setze ich einfach ein ÖPNV dahinter. Bei den überregionalen Verbindungen ist das natürlich ein bisschen schwieriger. So, Bochum ÖPNV. Weil eigentlich dürfte pro Stadt hier ja auch eine Linie reichen. Dann brauchen wir noch ein Depot. Bisher machen unsere Linien noch nicht viel Gewinn, habe ich gerade gesehen. Boah, was für ein riesen Bahndepot. Finde ich aber nicht uninteressant. Wir nehmen das mal. Auch wenn das bis jetzt noch nicht perfekt angeschlossen ist, aber das machen wir jetzt einmal eben. Zack, zack. Oh, zack.
Doch, hier führen Bahnlinien hin, ne? Genau. Alles klar, dann können wir hier die hier auch kaufen. Wir kaufen hier mal 3 Stück von und weisen die alle der Linie Bochum ÖPNV zu. Ah, hier sind auch schon die ersten Leute. Die ersten 2. Guckt euch mal diese Halle an. Straßenbahndepot, sehr schön. Hier oben können wir noch Busse hinpacken. Was ich auch gehört habe und noch nicht ausprobieren konnte, ist, dass diese Fabriken hier jetzt auch Personen benötigen. Also die Arbeiter fahren dahin. Kann ich jetzt natürlich so nicht festhalten, aber das wären für mich so Dinge, die ich dann ganz gerne mit einem Bus erledigen würde. So, und dann ist die Frage, als einen der ersten Punkte, machen wir hier eine Verbindung? Die kann man natürlich über LKWs lösen, aber irgendwie bin ich eher der Zugmensch. Aber ich glaube, das klären wir beim nächsten Mal. Wir gucken jetzt einmal so ein bisschen, wie es hier läuft. Hier wartet jetzt zumindest niemand. Wie sind denn die Frequenzen? 4 Minuten braucht die Bahn. Ja, wir gucken mal, ob sich das so ein bisschen ändert. Fahren hier einmal mit. Oh, das ist, glaube ich, ganz schön laut, ne? Ist auch ehrlich gesagt nicht so spannend, wie ich es dachte. Aber wir fahren... Man kann, glaube ich, auch so seitlich mitfahren. Das tun wir mal und damit verabschiede ich mich heute für heute von euch mit der Fahrt unserer ersten S-Bahn zwischen Gelsenkirchen und Bochum. Das nächste Mal werden wir uns mit dem Öl oben beschäftigen bei Gelsenkirchen und vielleicht auch gucken, ob wir diese Verbindung etwas ausbauen, um einen zweiten Zug auf diese Strecke zu schicken. Das klären wir ab, aber macht's gut bis dahin. Ciao, sagt euer Patje.